So, liebe Freunde, ich habe mir überlegt, aber jetzt kann ich das nicht noch weiter runterbiegen. Vielleicht ist die Lösung, und zwar nämlich dieses Teil hier, insgesamt für die anderen Gemälde. Aber ich will ja dieses bisschen höher haben. Jetzt muss ich euch die Kamera einmal anrichten. So ist gut, ich mache den Fernsehen ein bisschen leiser. Ich bin gerade einen Podcast über Bismarck hier auf Polnisch an, von Künstlern, die halt auch in Amerika waren und das sehen konnten. Jetzt habe ich auch noch geraucht gerade. Ich glaube, ich habe euch schon ein bisschen was zu dem Piece gesagt. Jetzt muss ich herausfinden, ob das ein guter Stift ist, ein guter Stift. I start with the A-Brows. Du wirst sehen, weil er guckt schon böse. Ich gebe es ihm in die Augen und lass mir Platz, dass ich die verbessern kann. Ich muss die Nase, ich sehe die Nase heute anders. Da habe ich damals vielleicht Fehler gemacht. Ich mache sie so und ich mache schon mal den Eingang in den Schnurrbart, Alter. Das ist ein sehr altes Comic gewesen. Aus den 70ern, den späten, vielleicht den frühen 80ern. Habe ich das Ding sowieso komplett rausgenommen. Ich mache ihm schon mal die erste Welle hin. So. Er muss ja böse gucken. Er ist krass. Oh, Alter. Er ist krass, er muss böse gucken. Und er hat böse geguckt, auch schon vorher. Aber das Ding ist ja etwas über 10 Jahre alt, so auszudrücken. Now we get his gun. Das ist ein Rifle Gun. Und er shootet, weißt du, der schießt auf dich. Ihm ist egal. Er macht das. So, till here you see this shit. Also ich glaube, man sieht das schon. Damals habe ich sehr dünne Outlines gemacht und kein Grau genutzt. Jetzt mache ich eh hier Schnurrbart, Bruder. Bis hierhin auf jeden Fall. Das ist der Zugfinger, der Zeigefinger. Der Rest von der Faust. Und wir haben 5. Weil das eine sieht man nicht. Das ist ein Mix of Styles. Heute, das ist ja der Style. Das Ding ist nicht angerührt seit 2005 Herbst. Ich habe es ja nie beendet. Dann mache ich diesen Scheiß so. Ich bin ja jetzt auch technisch an einem ganz anderen Level, Leute. Als ich 2005 war, damals habe ich Ölmalen gelernt. Heute, ich kann Ölmalen, aber ich habe ganz ehrlich sehr wenig Zeit dafür. Es funktioniert wie Acryl, nur halt die Zeit. Du musst halt chemisch arbeiten, dann gehe ich hier in die Wolken. Ich mache schon mal hier die Wolken. Und dann das Shit, ich kann das hier nicht berühren, sonst verschmiere ich das. Ich mache das schon mal, das und das. Ich kann mir auch erlauben, die Nase hier zu engen. Ich mache sie halt spitzer und enger. Gehe hier rein. Hier fehlt ja sowieso was. Und ich mache diesen Shit so. So, ich bin nicht in die Augen gegangen. Ich habe nur die Ränder gemacht. Und ich mache ihm keinen Grauen. Er kriegt einfach komplett schwarz. Stift ist sehr vorteilhaft, wenn man ihn nach oben anhebt, wenn man fertig ist. Du siehst, so, Bruder. Das hier fasse ich heute nicht an. Das Step, ich mache ihn nur bis hierhin. Ich weiß, dass ich die Haare mache. Ein Herz. Und das Herz hat mehrere Hauptschlagadern. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele. Und ich habe mir überlegt, dass, wenn ich diesen Teil habe, ich habe jetzt hier halt ein richtiges Herz gemacht, statt diesem Shit. Ich mache auch das hier als ein separates Video, weil er ist der Killer. You know, he is the reason, warum mein Relationship war nicht. Aber ich mache ihn nur bis hier. Und diesen Scheiß fasse ich nicht an. Da gehe ich mit Rot rein und ich lasse das Blut mit einem Marker oder mit einem Pinsel laufen. Meine damals ehemalige Partnerin
lasse ich angedeutet. Hier wäre mein Brustkorb, hier sind meine Oberarme, er läuft dann hier so quasi rein, da gehe ich noch rein. Jetzt ist es blöd, weil ich mein Bein aufrichte und nach einer gewissen Zeit, wenn es aufgerichtet ist und ich nur auf Zehen stehe, zittert das halt. Ne? Das, wenn mein Bein das nicht gewohnt ist. Ich mache jetzt eiskalt schon mal in das Wort Killer. In das 2005 September 2023. In diese 13 Jahre alte Scheiße, die ich nicht angerührt habe. Sie war sehr lange in Westerholt eingelagert bei Freunden. Das K ist auch sehr krass. Du siehst es nicht, du denkst, das ist was ganz anderes. Merke ich gerade. Ich mache auf jeden Fall dieses Killer rein. Schon mal. Weil ich möchte dabei bleiben. Was ich an dem Wort Internet oder an der Tatsache Internet sehr gut finde. Ey, keine Sau guckt das. Aber für die Leute oder vielleicht meine Freunde in der Zukunft, wenn ich mal nicht mehr bin oder so, und die möchten sich an mich erinnern, können die ganz, ganz viele meine Videos angucken und werden dann manche Bilder verstehen, die sie vielleicht nebenbei irgendwann mal in der Wohnung erlebt haben. Ist ja nicht so, dass ich bin ja auch nur ein Mensch und wenn meine Freunde mich besuchen, dann gehen wir nicht im Keller und gucken uns jetzt die letzten 30 Gemälde an oder Zeichnungen. Manche entstehen parallel auf der Arbeit und auf der Arbeit bin ich auch halt mit den meisten Menschen irgendwie befreundet, sei es durch die Arbeit, durch die ganzen seltsamen Jobs, die ich in meinem Leben hatte. Aber ich glaube, jeden guten Freund von mir hat gereicht, so einmal die Woche Bild zu gucken. Und wenn die jetzt mich bei meinen Eltern zum Beispiel besucht haben und da standen irgendwelche Gemälde in der Staffelei und so weiter, haben die sich das halt angeguckt und gesagt, ja krass, Alter, hast du da was gemacht? Ja, ich habe was gemacht, ich wohne ja hier. Ne? Und du, Bruder, du bist halt nur manchmal hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und dieses Gerausche da hinten stört nicht zu krass. Das ist für meinen Freund, den Jens. Ich glaube, das KC steht für Kansas City Chiefs. Die haben letztens gegen die Hawks irgendwas gewonnen.